In Deutschland hat sich die Qualität der Beschäftigungsverhältnisse in den vergangenen Jahren verschlechtert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden arbeiten immer mehr Menschen in Teilzeitjobs, bei Zeitarbeitsfirmen oder sind befristet beschäftigt. Fachleute sprechen in diesen Fällen von atypischer Beschäftigung und sehen darin ein erhöhtes Armutsrisiko. 2008 seien 22% der Erwerbstätigen in einem solchen Beschäftigungsverhältnis gewesen. 10 Jahre zuvor waren es nur 16%. Nach Berechnungen der Statistiker arbeitet jeder Fünfte in Deutschland für einen Niedriglohn. In diesen Fällen erhalten Arbeitnehmer weniger als 9,85 € in der Stunde.